بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ich bezeuge لا إله إلا الله und ich bezeuge محمد رسول الله صلوات ربي والسلام عليه. Ramadan Tag 11. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass seine Umma durchschnittlich 60 und in einer anderen Überlieferung 70 Jahre alt sein wird. Das heißt, durchschnittlich leben wir bis 60, 70. Und eine Eigenschaft des Shaitans ist es, uns das Leben zu verschieben, alles auf morgen zu verschieben. Gebet später, Hajj, wenn du alt bist, dies später, dies morgen, nein, du bist müde, nein, du kannst nicht, alles wird verschoben und verschoben, bis das Leben irgendwie an uns vorbeigerast ist. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Zeichen der Stunde ist, dass die Zeit sehr, sehr schnell vorbeigehen wird, sie wird verstreichen. Und das merken wir auch. Wie schnell geht die Zeit? Wann waren wir Kinder? Wann waren wir Jugendliche? Wann waren wir Erwachsene? Wann sind die Menschen alt geworden? Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, musst du diese Sache, du darfst diese Sache nicht klein sehen. Du darfst nicht verschieben. Wenn der Shaitan dir sagt, verschiebe, musst du es erst recht machen. Warum? Es gibt eine sehr, sehr schöne Überlieferung von Nabi Nuh. Als Nabi Nuh ging, sah er eine alte Frau an den Gräbern weinen. Und Nabi Nuh a.s. fragte, Ma Bika, warum weinst du? Sie sagte, mein Baby ist gestorben. Und er fragte, wie alt ist denn dein Baby? Wie alt war dein Baby? Sie sagte, 130. In einer anderen Überlieferung 160. Nehmen wir 130. Er war 130 Jahre alt, weil zu seiner Zeit waren die Menschen alt, sie wurden alt. Nabi Nuh war irgendwas mit 1000 Jahren, als er verstrichen ist, als er zu Allah zurückgekehrt ist. Und sie sagte, mein Baby ist gestorben mit 130. Und dann sagte Nabi Nuh, was machst du in der Zeit, wo die Menschen durchschnittlich 60 Jahre leben werden? Dann sagte sie, 60 Jahre mehr nicht? Er sagte, 60 Jahre. Sie sagte, ich würde meinen Kopf, ich würde meine Stirn vom Boden nicht mehr heben. Ich würde nur im Sujud bleiben, weil 60 Jahre zu wenig sind, um die Barmherzigkeit Allahs zu bekommen, um die Barmherzigkeit Allahs zu verdienen. Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, kümmere dich um dein Leben und verschieb nicht alles auf morgen. Denn morgen ist es zu spät. Assalamu alaikum.